So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise wir melden uns direkt live aus Ramses Kitchen oder auch Ramses Raststätte, wie man denken könnte. Hier ist nämlich schon alles eingerichtet fürs Frühstück. Ihr wisst, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit am Tag, deswegen gibt es auch Kinder Pingui und Milchschnitte zusammen jetzt in einem Pack zu kaufen. Das wusste ich gar nicht. Die Handys liegen bereit. Wenn das nicht reicht, gibt es hier noch Nudeln. Das sah auf jeden Fall widerlich aus und wir haben wieder mal einen Raid angesetzt, denn die fliegende Made ist zurück. Ihr seht hier an den Stolpersteinen, in 40 Sekunden geht ein Raid auf. Wir haben im Discord den Raid eingetragen, mittlerweile sind da 26 Leute drin, aber ich kann ja nur 10 Leute einladen. Das soll euch bitte bewusst sein, wenn ihr seht, da sind schon 1000 Leute, dann braucht ihr euch eigentlich nicht mehr eintragen. Ich habe jetzt die ersten 10, die werde ich einladen. Das ist der Spex, Not Your Girlfriend, Ivar Schaf, Colm, Rudi Russelix. Danny und Badu Boy haben sich erst später eingetragen. Magier Check, Zerstörer, Account 2 Schilling, lade ich ein. Sowie den Marcel und den Toyeli. Denn die habe ich alle 10 schon geaddet. Dann war ich auf dem Klo. Und dann sind plötzlich nochmal 10 Leute dazugekommen. Für den Rest tut es mir jetzt leid, vor allem auch für den Kurlidit da. Der freut sich ja immer, wenn er da mitmachen kann. Hab's auch reingepostet alles, mit was ich einlade, hin und her. Ganz kurz nochmal, wir gucken in die GoTool-App. Der Raid ist schon auf, da schreiben sie bestimmt gleich wieder, ich habe keine Einladung bekommen. Wartet einfach 5 Sekunden ab. Was ich nämlich ganz cool finde, wie man hier sieht, Castatur ist jetzt auch in den Einer-Raids. Und wenn das wirklich als Shiny eingeführt wird in dem Mexiko-Event, könnt ihr danach vielleicht Castatur-Raids machen für das Shiny. Dann habt ihr natürlich die 5er-Raids, übrigens das ist wieder die GoTool-App. Ja, sage ich nochmal, wer die nicht hat für Android, ladet es euch mal runter. Könnt ihr hier wieder die Konda-Liste kopieren. Fast alles Drachen mit Drachenattacken. Und mittlerweile haben sie es auch hinbekommen, dass die Mega-Raids auch mit drinne stehen. Mit den IV-Angaben, mit den Kondern, mit den ganzen Werten. Wunderbar. Finde ich eigentlich immer eine feine Sache. Da startet die App neu. Ne? Ich gehe hier schon mal auf die Arenen drauf. Ich hoffe, dass mit dem GPS passt. Aha, kein GPS gefunden. Dieses dreckige Handy. Auf jeden Fall habe ich das beim Großen sonst immer das Problem. Am liebsten mache ich nämlich dann Raids draußen. Sobald ich hier drinne bin in dem Bunker, ist alles weg und dann geht gar nichts mehr. Jetzt machen wir aber nochmal eine Überblendung. Da können wir nämlich mal hier dieses Sesso Kids fangen, weil das neu ist, bevor wir dann in den Raid gehen. Heute hat auch einer gefragt, wie kriegt man Sesso Kids? Einfach Ball drauf werfen und dann hast du das. So, ihr seht, Sesso Kids ist im Pokédex registriert, gibt auch gleich 12 Bären, dazu gleich mehr. Wir gehen jetzt aber auf den Raid, 2 Minuten zu spät. Mal gucken, wer jetzt noch mitmacht oder wer sein Handy vor Wut schon in die Ecke geworfen hat. Ich werfe ja überall mal die Pässe ein. Dann gehen wir wieder auf den Punkt, das ganz wichtig zum Einladen. Wenn natürlich jetzt noch ein paar aus Hibu mitmachen mit Fernraid-Pässen, dann kann es sein, dass nicht alle 10 reinkommen. Ivar Schaf, Not Your Girlfriend, Rudi Russelix, Spex und auf den 2 anderen muss ich auch wieder, gebe ich den Punkt ein. Dann haben wir hier den Magier Check, Account 2 Schilling, Elias, Colm, und Marcel auf jeden Fall. Die sind jetzt alle drin. Der Rest ist auch drin. Wir haben unser Team zusammengestellt. Fliegenmade, eigentlich sollte das die fliegende Made heißen, aber das hat gar nicht alles hingepasst. Deswegen habt ihr jetzt hier 100er Zekrom, 100er Reshiram, 100er Knackrak, 100er Rayquaza, aber nur 98er Dialga und 96er Palkia. Die Arena ist zu weit entfernt, das ist auf jeden Fall cool. Was wollen wir jetzt essen? Schreibt es mir in die Kommentare. Kinder Pingui oder Milchschnitte? Genau, ihr habt Milchschnitte gesagt, weil das einfach besser ist. Ist einfach der Klassiker. Gibt es, glaube ich, auch schon länger als Kinder Pingui. Den hauen wir und setzen wir hier rein. Dann gucken wir mal, der... Jetzt ist ja auch noch kaputt in der Mitte. Ob ein Shiny dabei ist, das ist nämlich das Interessante an der Sache. Wenn alles passt, müssten mir genau 16 Leute sein. 6 mal ich plus 10 Eingeladene sind
16. Hier steht auch überall 16 drauf, außer bei dem Großen. Da steht natürlich 15. Und wenn ich Pech habe, fliege ich mit dem jetzt auch raus. Dann war alles umsonst. Dann muss ich nochmal eine Runde für mich selber machen. Aber die anderen 10 würden sie auch ohne mich schaffen. So. Jetzt gucken, was passiert. Die Teams sind gewählt. Und er fliegt natürlich raus. Wunderbar. Aber das ist kein Problem. Denn so wie ich Pokémon kenne, könnt ihr, selbst wenn ihr rausfliegt, nachträglich einfach gemütlich wieder in den Raid reingehen und sogar noch mitmachen. Das war früher ja anders. Früher war das so, wenn ihr rausgeflogen seid, dann hat das immer direkt eine neue Lobby aufgemacht. Und alle mussten raus und alle mussten neu starten. Jetzt war es in letzter Zeit so, ihr seid zwar rausgeflogen, konntet aber in die gleiche Lobby rein, obwohl ihr ja vor dem Kampfbeginn direkt noch rausgeflogen seid. Wir müssen nur warten, bis das GPS-Signal irgendwann mal wieder da ist. Jetzt hat er sich ein Stück bewegt, ein Glück für mich, so habt ihr wenigstens den ganzen Kampf verpasst. Wir können, der Pass ist noch nicht verbraucht, wir können den Pass jetzt noch einwerfen und können jetzt trotzdem, hoffe ich, in dieselbe Lobby rein. Und ihr seht, man kommt zurück, der Kampf ist sozusagen schon um, also bester Vorführeffekt, den man je haben kann. Das finde ich eine wichtige, große Änderung, was sie wirklich gemacht haben. Wie gesagt, sonst, wenn ihr rausgeflogen seid, dann wart ihr weg. Und dann hat das immer eine komplett neue Lobby aufgemacht. Das Komische ist, es zählt dazu, dass ihr also in dem Kampf dabei seid eigentlich, obwohl es euren Pass nicht verbraucht hat. Und dadurch, dass es den Pass nicht verbraucht hat, seid ihr eigentlich gar nicht im Kampf drin. Aber wenn ihr den Pass einwerft, dann seid ihr halt doch schon im Kampf drin, obwohl ihr gar nicht erst es in den Kampf reingeschafft habt. Das klingt auf jeden Fall alles merkwürdig. Aber wir drücken jetzt mal hier durch. 21.5. Ich kann es euch auch nochmal zeigen in der GoTool-App, um nochmal Werbung zu machen natürlich. Ne? Wir werden nämlich nicht gesponsert von Milchschnitte, sondern von der GoTool-App. Ist aber auch Quatsch, wir werden von gar nichts gesponsert. Aber 21.5 ist auf jeden Fall der 100er Wert. Wir können jetzt mal kurz hier drauf gucken, was die anderen Accounts haben. Hier habt ihr 2066, 2073, 2057, 2045, 2075 und der Große, jetzt kommt's, 16 Bälle, hat ja auch nichts gemacht und fliegt wieder aus der Arena, weil er GPS hat. Ah. 2056, das sieht cool aus. Jetzt müssen wir es aber bei, wir fangen das einfach mal so. Ich habe nämlich gleich noch einen Glückstausch vor. Bei Ivar Mild bin ich nämlich auch Glücksfreund mit dem großen Account. Und das heißt, ich würde dann direkt das erste Giratina, was ich jetzt hier habe, gleich beim Glückstausch noch traden und gucken, ob dann noch was Besseres rauskommt. Zum Glück ist jetzt kein Shiny dabei, sonst wäre das wieder teuer gewesen. Ein normales reicht, das Shiny holen wir uns dann wieder in der Raid-Stunde. Fliegt ziemlich hoch. Kreis ist trotzdem gigantisch. Habt ihr schon mal so einen großen Kreis gesehen? Also ich glaube, da muss man wahrscheinlich gar nicht einstellen. Da kann man einfach aus Spaß so draufhauen, wenn man sieht, oh mein Gott, der Kreis dreht durch. Ihr werft drüber. Ich glaube, der Kreis kann so groß sein und es ist immer noch einfach fabelhaft. Ja, komm ruhig raus. Wir wollen ja hier was. Wir wollen ja nicht einfach so, wir wollen ja mit einfach fabelhaft einen Wurf machen und dich reinholen. Zack. So sieht das schon mal besser aus. Lande zwei großartige Würfe. Jetzt werden sogar die Sachen für die Spezialforschung fertig, was natürlich auch Mist ist. Die wollte ich ja eigentlich extra machen nachher und das hochladen. Im Endeffekt lohnt sich es gar nicht mehr, weil die Würfe dann eh schon alle fertig sind. Gibt ja, glaube ich, drei Kapitel, beziehungsweise vier Kapitel. Drei Kapitel, in denen ihr was machen könnt und ein viertes Kapitel, wo es dann einfach Belohnungen gibt, wieder so zum Abholen. So. Och, Digga. Mach nicht diese und wieder drüber geworfen. Ich glaube, das kann noch ein bisschen dauern, aber ihr habt ja Zeit, glaube ich.
können wir das Video wieder strecken. Ne? Noch 10 Würfe. Am besten immer werfen, wenn er oben ist. Dann werft ihr auf jeden Fall nicht zu weit. Wenn ihr das gewohnt seid, dass ihr bei den anderen immer komplett weit werfen müsst, dann werft nicht, wenn der unten ist. Ihr werft einfach drüber, ihr werft einfach zu weit. Macht es so, werft, wenn er oben ist. Ihr seht, also es ist wie bei anderen, wenn die in der Mitte sitzen und ihr werft gerade vor. So habt ihr das Gefühl beim Werfen. Das ist auf jeden Fall ein gutes Gefühl. Und wenn ich so weitermache, ist es weg. Und ich habe es nicht gefangen. Jetzt hier ganz leicht. Und zwar wieder drüber. Aber der Kreis hat sich wenigstens nicht verstellt. Und ihr habt gesehen, er war so groß. Das wäre bei anderen großartig. Aber bei ihm reicht das sogar für einfach fabelhaft. Ist auch relativ aggressiv, wie man sieht. Das heißt, es greift relativ häufig an. Jetzt natürlich nicht. Das heißt, ihr müsst auch nicht so lange warten, bis ihr wieder werfen könnt und wieder daneben werft. Komm raus, wir haben ja immer noch 6 Bälle. So. Und wieder drüber. Ich kann nicht, wenn das vorne sitzt. Es geht immer neben den Kreis. Es muss hochfliegen. Jetzt ist es sogar drin. Das ist auf jeden Fall keine Meisterleistung. Fangt nicht so, wenn das wirklich, wenn da ein Hunderter sitzt und ihr werft so die Bälle, dann, dann Prost Mahlzeit, ne? 12, 13 ist das, glaube ich, hier. 12,56, wie gesagt. Wir fangen das jetzt noch kurz bei den anderen Accounts und machen noch den Glückstausch. Mal gucken, ob da noch was Fettes bei rauskommt. So, oh Mann, wie versprochen gibt es auch noch einen Glückstausch, wieder ohne GPS-Signal, ich hasse das, und zwar mit Ivar Pekan. Es war nämlich nicht der Ivar Mild-Account, es war der Ivar Pekan-Account, aber ja, Fehler, du kannst nicht tauschen ohne GPS, Mann, Bruder, was ist das, es ist weg. Wundert euch aber nicht, es ist ein anderer Glückstausch als gedacht, das seht ihr nämlich gleich. Wir tauschen nämlich einfach unser Sesokids. Richtig heftig, oder? Guckt euch das an. Und warum tauschen wir Sesokids und nicht Giratina, die fliegende Made? Habt das in die Kommentare geschrieben, genau. Das Giratina ist nämlich geflüchtet auf dem Ivar Pekan-Account. Deswegen gibt's einfach Sesokids, guckt euch das an, ist das nicht genial? 14, 14, 12, wunderbar. Wollte ich eigentlich mit dem Geitsch tauschen, aber so tausche ich halt mit dem Geitsch mal ein Giratina und habe jetzt den Lucky-Eintrag von Dierling. Guck, da steht der Dierling von Sesokids. Hat ja gefehlt, ich habe ja alle als Lucky-Einträge vorhanden hin und her. Aber Sesokids war neu, deswegen musste man Sesokids natürlich noch mitnehmen. Wunderbar. Haben wir trotzdem einen neuen Lucky-Eintrag. Kein Shiny dabei, kein Gutes dabei, aber das war erst der Anfang. Habt ihr auch schon ein Giratina gemacht oder wart ihr sogar heute mit im Raid dabei? Wie sah der Raid von eurer Seite aus? Weil von meiner Seite gab es ja nur Probleme, ne? Immer zu das GPS weg, das Ding ist noch geflohen, hin und her. Dann mein Kinderpingui muss ich auch noch essen. Ich werde mich jetzt gleich ransetzen, das Video schneiden, dass das jetzt frühest noch online geht. Und ansonsten viel Spaß natürlich mit Giratina, haut da richtig drauf, nehmt da alles mit. Ich gehe später noch raus, mache noch die Spezialforschung, ganz kurz fixe Forschung oder so. Hätte man jetzt eigentlich mitmachen können, aber nee, mache ich immer alles einzeln. Das war es auf jeden Fall von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.